So, hallo zusammen. Ja, das kommt dabei raus, wenn man CP mähen lässt. Das hat jetzt hier nicht so hundertprozentig funktioniert. Ja, nicht weiter schlimm. Wir mähen jetzt einmal kurz drüber. Auto-Drive-Kurs habe ich jetzt auch in die andere Richtung gemacht. Ich muss mir da wohl nur mal ein Tutorial oder sowas angucken, wie das genau funktioniert, auch mit Straßen praktisch doppelt verwenden, also sprich rein- und rausfahren von den ganzen Feldern bzw. Produktionen hier auf der Karte, wie das genau funktioniert, denn irgendwie, ich weiß auch nicht, habe ich das jetzt nicht mehr im Kopf, wie das funktioniert. Ja. So, jetzt brauchen wir dann bloß noch einen Wender. Den Wender müssen wir dann jetzt auch noch kurz kaufen. Oder mieten. Je nachdem. So, da drüben haben wir noch, glaube ich, noch eine Spur, genau. Hier haben wir noch auch noch eine. So. Mein anderes Mehrwerk bei mir im Einsatz ist, wie gesagt, auch bloß gemietet. Ja. Mal kurz hoch machen hier, das Mehrwerk. So, runter machen hier. Schön. Hat funktioniert. Sehr schön. So. Sollen wir es jetzt wieder zurückgeben gleich? Könnten wir eigentlich gleich wieder zurückgeben, oder? Oder mieten wir es einfach noch mal einen Tag? Ja, komm. Machen wir das hier mal so. Der ist immer noch fleißig hier am runter. Tiefer lockern hier. Runterbutteln sozusagen. Den können wir euch ausmachen. Der ist da. Nehmen wir einfach mal den mit. Der kann jetzt auch mal was tun. So. Ja, der hat einen kleinen Tonfehler drin. Hatte ich ja, glaube ich, schon gesagt gehabt. Dreht sich nochmal raus. Dann können wir auch kurz den Kurs noch zum Händler machen. Zumindest ansatzweise. Der läuft immer noch. So. Jetzt holen wir uns kurz einen Schwader. Mieten wir wahrscheinlich auch erst das nächste Mal. Weil kaufen das Geld da oben stimmt ja noch nicht. Ich bin nur leider noch dazu gekommen, noch es zu ändern. Mal gucken, ob ich das jetzt gleich mache. Theoretisch gesehen muss ich es jetzt machen, weil halt, stopp. Gut. Okay, da der Simple IC hat, geht es jetzt nicht so, wie ich mir das gedacht hat. Jetzt müssen wir die Simple IC Aktivierungstasche drücken. Jetzt können wir auch hier drauf zurückgreifen. Jetzt muss ich bloß noch, oh, das war falsch, kurz gucken, wie der eingestellt ist. Der sollte am Anfang automatisch verbinden, am Ende automatisch verbinden, am Anfang. Okay, passt. So. Jetzt können wir nicht hier. Oh, halt. Hier. Mit in der Ortsmitte hier. So. Okay, dann werden wir den jetzt mal kurz
Händler. Abschalten wieder. Aber ihr seht, er hat auch einen Fehler hier. Der rutscht ein bisschen vor. Ballentechniker waren das drin. Winterbrauchen kann, wenn wir ja trocknen gehen. Sollen wir uns den hier nehmen? Aber der hatte doch hatte da nicht das eine Problem, dass der das nicht richtig konnte. War da nicht noch irgendwas? Ich weiß es nicht. Der ist billiger gewesen, gell? Wir mieten den. Wir probieren es nochmal. Ich weiß es nicht mehr sicher, ob das der war. Na, es war wahrscheinlich der. Ja. Aber nehmen wir ihn trotzdem mal mit. Den Kurs haben wir jetzt kein Programm. Einmal ein Kurs pro Folge muss reichen. So. Ich hoffe, ich bleibe mich irgendwo einem Straßenlaterne oder so hängen. Oh, das wollte ich mal ganz einklappen, ne? Er schmeißt es halt auf die Seite hin jetzt. Müssen wir halt irgendwie so fahren, dass es nicht unbedingt ganz außen hinschmeißt. Ja, so vielleicht. Das wird wahrscheinlich nicht ganz so funktionieren, wie ich mir das gerade hier schon vorstelle. Denn, ja, man mir hofft, dass es mit dem hätte eigentlich auch andersrum fahren können, ne? Fällt mir gerade so spontan ein. So, jetzt. Jetzt sieht es besser aus, ne? Das jetzt so besser funktioniert? Ich glaube fast nicht, ne? Gibt größere Schwarz dann wahrscheinlich.
aber scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Jetzt können wir auch wieder so fahren. So, jetzt werden wir aber das hier erstmal einfahren. Und dann müssen wir irgendwo noch mal Gras herbekommen. Vielleicht machen wir von jedem ein bisschen. Trocknen wir es in einen kleinen Stapel schon mal zusammen. Ein paar schmeißen wir in die Silage rein. Ich hoffe, dass das dann funktioniert. Genau. Das können wir ja eigentlich auch folgen. Ja. Oh je. Der Schwader ist nichts für uns auf Dauer. So würde ich sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich mache es dann offline, je nachdem halt. Machen wir den einfach mal kurz hier stehen. Der ist okay. Dann wollen wir den holen, unseren Ladewagen, wenn ich ihn jetzt wieder gleich finden würde. Der steht hier genau. So. Und dann fahren wir das mal ins Silo, weil ich glaube, Silageherstellung haben wir glaube ich nicht, oder? Halt, was mache ich denn für einen Scheiß? Nein. So, anklemmen. So, Global Company. Silage, Dieselproduktion, Apfelgarten. Würde mich zwar wundern, Fischen. Ja, okay, das ist der andere Fischer. Kalk, Karotten, Kindergarten, Kirschen, Kläranlage, Kompost. Samenproduktion, Schweinefutter, Umweltpalettieren. Okay, hier gibt es keinen Fermenter praktisch. Deshalb müssen wir das ganz normal klassisch herstellen. Silage, das ist ja kein Problem. Wir haben hier einen Futtermischdingsbums und von dem her alles okay. Jetzt werfen wir einen Teil ins Silo rein. Das andere Teil machen wir dann zu Heu. Dass wir das auch gleich haben, ein bisschen was. Und dann können wir uns praktisch ja schon die ersten Kühe organisieren, weil Wasserfers haben wir ja auch schon. Na. Sehr schön.
müssen wir zu Hanna rüberfahren und dann können wir das eigentlich auch gleich mal rüberbringen. Also das, was wir jetzt hier haben, fahren wir noch zusammen. Ich denke, das ist okay. Dann haben wir noch ein bisschen Heu, Stroh haben wir ja schon eingefahren im Lager. Dann schmeißen wir das alles, vielleicht nächstes Mal alles noch in den Futtermischer. Ist ja doch schon zum Kämpfen hier ein bisschen. Durchfahren, da gibt es einiges an Ladung hier. Ich würde sagen, den Hänger machen wir schon voll. Auch in dieser Folge voll. Und dann werden wir es praktisch schön platt fahren. In der nächsten Folge, bis wir mal das offline noch ein Teil. Dass es dann nicht so eintönig wird für euch. So, weil wir sind jetzt ja wieder schön drüber hier. Fahren wir hier noch einmal herum und der Rest wird dann Heu. Dann haben wir über 30.000 fast. Hier noch, ja, das langt ja fürs Erste. Hatten nicht sowieso zwei Silos am Hof. Mal gucken. Wir hatten da drüben ein Silo. Hier stand eins, genau. So. Okay, Doki. Paul ist noch kurz aufs Feld rüber. Schön. Funktioniert. So Leute, das wird es auch wieder gewesen sein. Nächste Folge kommt dann vermutlich, ganz vorsichtige Schätzung, um 15.30 Uhr. Glaube ich zumindest. Ich hoffe, dass ich jetzt richtig liege. Liege ich richtig? Oder liege ich jetzt falsch? Kann ich jetzt gar nicht mehr gucken. Ha! Ich glaube, das ist die 12.30 Uhr Folge. Jetzt mal, ihr werdet ja sehen. Okay, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Däumchen und ein Abo. Verpasst da auch nichts mehr. Auf unserem riesen Hof. Klar, mir fällt jetzt ein Schiebschild. Ich weiß, ich muss da mir noch mal noch eins zulegen. Aber das machen wir dann anders mal. Bis zum nächsten Mal und tschüss.